Hey, herzlich willkommen auf Bali. Ich zeige euch heute mein Haus. Kommt rein. Ein Bali-Haus muss auf jeden Fall Platz für viele Freunde haben und ganz viel Spielfläche. Hier ist die Main Area, Küche, Esszimmer, Billard. Ich habe immer super viele Menschen da, spielen die ganze Zeit am Klavier. Das war super hart zu finden in Bali. Ich habe wirklich ein Jahr lang alles gescoutet und mir 10 Klaviere angeguckt und es gibt auch keine und alle waren kaputt und Tiere waren drin. Das hätte eigentlich so ein Karpfenteich werden sollen, aber ich wollte das nicht. Wenn du so einen Teich im Wohnzimmer hast, da sind ganz viele Moskitos. Deswegen dachte ich, ich mache die größte Couch der Welt. Und hier können wir wirklich, wenn ich ganz viele Freunde da habe, alle hier chillen. Ich erinnere mich an Weihnachten, waren wir hier, ganze Familie war da, alle waren da. Und wir waren hier wirklich 25 Menschen und jeder hatte Platz. Dafür ist das Haus gebaut. Es war bewusst, haben wir keine Wände gebaut, dass die Luft durchzieht. Man ist hier quasi draußen. Kommen wir hier zum Pool, der ist rund. Und die Zimmer sind tatsächlich in jede Himmelsrichtung. Also wenn man von oben drauf guckt, das ist ein X. Wenn man auf der Map ein Kreuz sieht, that's the place to be. Hier sind wir im Atelier, einer meiner Lieblingsplätze. Hier ist schon eins meiner Lieblingsteile. Ich habe diesen Tisch gebaut, extra um Farben zu mischen. Und der leuchtet, der ist gerade noch nicht eingesteckt, aber der leuchtet, sodass man die Farben wirklich sieht, wenn man die mischt, diese Ölfarben. Sehr geil. Und das Geilste ist auch, dass man ihn einfach umstellen kann, wie man will. Hier sieht es auch jedes Mal anders aus. Hier war für alles voller Töpferei und dann waren Stoffe zum Nähen hier und dann war es auf einmal kurz ein Gym und dann male ich wieder. Manchmal baue ich auch ein kleines Kino draus. Ich nehme so eine große Leinwand, eine leere, stelle sie dahin, mache hier eine Couch hin und dann guckt man so übers Wasser. Open-Air-Kino, auch sehr geil. Das Neueste ist tatsächlich dieses Bild hier. Und ich mag irgendwie immer das Letzte. Ich mag immer das Neueste. Ich möchte gern zeitlos malen. Und deswegen male ich keine Gesichter, ich male meistens keine Kleidung. Und dann ist es auch noch in 1000 Jahren modern. Natürlich nehme ich von hier auch die Inspiration, Früchte und Farben und Freunde und Menschen, die man kennenlernt hier. Vor allem auch die Freiheit. Hier ist es sehr frei. Man kann wirklich komplett den Geist freien Lauf lassen und machen, was man will, jeden Tag hier in diesem Playground. Hier haben wir einen Garten, der ist neu und ich lieb's. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsraum, Studio. Das ist mein ganzes Leben steckt da drin, alle Synthesizer, alle Effektgeräte. Hier ist der beste Raum im ganzen Haus, versprochen. Hier könnte ich Tag und Nacht verbringen, was ich tatsächlich auch mache. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, hier drin ist dieser Sternenhimmel. Es fühlt sich so an, als wären wir draußen, als wäre es Nacht, obwohl die Sonne scheint, habe ich immer einen Sternenhimmel über mir. Da ist mein Lieblingsbild. Und ich werde es nie im Leben verkaufen. Ab diesem Bild hat es sich irgendwie angefühlt, als hätte ich was gefunden für mich, so mein Stil. Und deswegen war das so Bild 1 und Bild 1. Bleibt bei mir. So sieht es aus, wenn ich mir einen Film angucke. Ich glaube, ich habe die bequemste Couch der Welt. Sie ist komplett aus Fell. Alle schlafen hier immer ein. Wirklich 5 Leute liegen hier und jeder schläft ein. Und ich bin immer, fight, geh ins Bett. Okay. Hier sind wir in der Booth. Ich habe eine sehr große Gesangskabine. Das Studio ist fertig seit ungefähr 2 Jahren. Also habe ich 11-11 hier gemacht. Trip habe ich auch in dem Haus gemacht, aber nicht im Studio. Das war oben in einem Raum, da komme ich später dazu. Da habe ich hatte ich so einen kleinen Tisch im Zimmer und habe das alles da gemacht während Corona. Und eigentlich habe ich die Superpower des Studios seit 2 Jahren erst ungefähr. Ich mache echt wirklich, mir ist auch gestern aufgefallen, ich mache 24/7 Musik. Ich stehe auf, ich laufe die Treppe runter, ich mache mir einen Kaffee, ich komme mit diesem Kaffee hier rein, setze mich hin und ich merke erst nachts, dass ich nichts gegessen habe und eigentlich irgendwie mal essen sollte und mal einmal den
den Himmel angucken sollte oder Frischluft schnuppern, so mache ich nicht. Ich bin den ganzen Tag hier. Aber ich mag es. Ich liebe das so. Es ist für mich wirklich, das erfüllt mich komplett. Das hier ist mein kleines Pferdchen. Das war komplett neu. Alles Plastik. Ich habe jedes Plastikteil wegmachen lassen. So ein bisschen, ich fühle mich wie Mad Max, wenn ich damit unterwegs bin. Richtig badass. Das klingt auch so. Jetzt geht's los in die Schlafgemächer. Fangen wir mit dem Bad an. Kommt mit rein ins Bad. Ich mag, dass ich hier überall komplett aufmachen kann. Es fühlt sich immer ein bisschen an wie in so einem Baumhaus. Zu duschen, komplett offen. Hier ist mein Balkon. Hier stehe ich manchmal auf. Tatsächlich habe ich hier hin und wieder ein bisschen Yoga gemacht. Da steht der Stuhl hier nicht und dann einfach mit diesem Dschungel vor der Nase. Was gibt's Schöneres? Manchmal, wenn es im Studio zu voll ist, liebe ich es auch einfach hier in einem Baumhaus zu sitzen. Und deswegen habe ich hier oft auch Musik gemacht. Zwei kleine Speaker, ein kleines MIDI-Keyboard, Laptop. Also ihr braucht nicht so ein riesen Studio mit allem. Tim Tam Pam Pam Pum. Ey! Bett zerstört! So schlafe ich. Nein, tatsächlich, ich schlafe eher so und so. So schlafe ich. Hier, die Schuhe sind mir sehr wichtig. Die habe ich selber gebaut. Hier unten Plateau und guck nicht so genau hin. Die fallen langsam ein bisschen auseinander. Die muss man wieder mehr kleben. Aber die hatte ich im Video an zu Alles Dope. Seitdem stehen die im Regal. Sehr kleiner, bescheidener Schrank. Nicht viel drin. Es ist zu warm hier. Bali braucht man keine, vor allem gar keine Schuhe. Ich habe nie Schuhe. Guck, alles leer. Keine Klamotten drin. Wir machen uns bereit. Wir haben noch 2 Sekunden zu spielen. Und er läuft zur Mittellinie. For the win! Ich will, dass wir nur die Momente reinschneiden, in denen ich nicht treffe, okay? So, das war's. Schön, dass ihr da wart. Hat mich gefreut. Aber jetzt müsst ihr leider gehen. Und könnt aber gerne wiederkommen. Ich bin hier und ich warte auf euch. Carlisito.